Dawson. Ja, dann ist er und sein Freund Meyers also gar nicht hier. Gar nicht. Die sind bloß hier, um sich alles gründlich anzusehen. Na, das ist ja reizend. Wenn man auf solche Art was Derartiges erfährt. Und sie hat der Oberst um Rat gefragt, was? Ja, ich muss schon sagen, mit allem Respekt, Mr. Ja, da, ich weiß schon. Ich verstehe gar nichts von schottischen Gütern und noch weniger von Andrag Hills, aber der Oberst schien eben einigen Wert auf meine prinzipiellen Ansichten zu legen. Ja, also ich hoffe, Sie verübeln es mir nicht, aber da komme ich mir doch etwas übergangen vor, Mr. Daly. Schließlich und endlich, ich bin doch hier sein Verwalter. Richtig, die weiß. Deshalb bin ich ja auch ganz froh, dass ich Sie heute Morgen hier schon getroffen habe. Ich hatte ja selber das Gefühl, dass Sie doch besser Bescheid wüssten. Ja, doch. So, jetzt versuchen Sie erstmal meine Kaffee. Sie werden nie mehr englische Kaffee trinken wollen. Ja, Moment, das sind wir. Oh, da duftet ja. Ja, genau das, was sie gesagt hat, als wir geheiratet haben. Und ist es nicht wahr? Na, lass doch Mr. Dele erstmal selbst durch. Ja. Na, der schmeckt. Der schmeckt ausgezeichnet, fast so gut wie der kanadische. Oh, kanadischer Kaffee. Also, Sie sind Belgierin, ja? Ja. Mrs. Duweis. Aus Brüssel. Und dann haben Sie auch in Brüssel geheiratet? Ja. Ich, im Krieg, da war ich 2 Jahre in Belgien. Da habe ich da in Ardennen Forstarbeiten beaufsichtigt.